Alles klar. Geniermittel. Heute gibt's Erdbeerkuchen, weil wir nicht Bock hatten und Erdbeeren gerade Saison haben und deswegen machen wir Erdbeerkuchen und der ist auch lecker. Und das Geliermittel hat funktioniert und er sieht gut aus. Ich kann es gar nicht erwarten, reinzubeißen. Aber damit ihr das auch könnt, müssen wir den erstmal zusammen backen. Und das machen wir jetzt auch. Aber vorher Glocke bimmeln, Kommentar geben, abgeben, schreiben, abonnieren, kommentieren, liken. Das spielen wir immer. Und dann gibt es Erdbeerkuchen. Yay! Zuallererst tun wir jetzt mal den Backofen bei 180 Grad Umluft vorheizen, weil der Backofen muss gleich schön heiß sein, weil ich habe den Faden verloren. Richtig, weil es Schlag auf Schlag gleich geht und der Kuchen schon im Backofen ist. Das geht jetzt hier ratzi-fatzi. Zunächst nehmen wir uns, und das ist jetzt auch eine kleine Weltpremiere, eine Rührschüssel, denn wir rühren heute nicht mit der Küchenmaschine, sondern ich muss mich heute hier händlich behändlich. Handgreiflich? Ich muss. Ich werde handgreiflich. Handarbeit. Ich werde handgreiflich. Handgreiflich werde ich heute nämlich. Ich muss mit der Hand arbeiten. Wir tun Mehl und Backpulver, Zucker, Vanillezucker und Salz in eine Rührschüssel geben. Das tun wir dann mit der Hand verrühren. Geben anschließend unser Speiseöl und das Sprudelwasser hinzu. Weil das ist quasi unser Eiersatz und durch das Sprudelwasser, also versucht so sprudeliges Sprudelwasser wie nur möglich euch zu nehmen, weil dadurch machen wir den Boden fluffig. Also umso mehr Sprudel, umso fluffiger sollte er sein, würde ich jetzt mal behaupten. Und das werden wir quasi so lange mit einem Schneebesen oder einer Gabel umrühren, bis das alles gut verrührt ist und keine Klumpen mehr da sind, aber nicht überrühren, weil wir wollen schon versuchen, so viel Kohlensäure wie möglich zu behalten. Deswegen sollte auch das Mehl und das Backpulver gesiebt werden, damit quasi schon die ersten Klumpen dadurch eliminiert werden können und dann gibt es weniger Klumpen. Und wie gesagt, das machen wir dann. Und sobald das dann umgerührt ist, geben wir das in eine 22 cm Backform. Ihr müsst jetzt mal gucken, wir haben so eine Silikonbackform, die ihr jetzt wahrscheinlich seht, mit so einer Kerbe, keine Ahnung, der wird quasi dadurch falschrum gebacken. Und da geben wir den dann rein und dann geht das dann im Backofen. So lange, bis das Stäbchen sagt, jetzt ist gut und dann lassen wir den abkühlen. Aber währenddessen machen wir dann die Erdbeeren und das seht ihr dann auch. So, und während der Kuchen jetzt im Backofen ist, weil das macht der Backofen, er tut backen, werden wir uns jetzt der nächsten Tätigkeit widmen, die per Hand auch abgeschlossen werden muss. Und zwar tun wir, richtig, wir tun die Erdbeeren erstmal waschen. Wir wissen ja nicht, durch welche glitschigen Hände die schon alle geflogen sind. Obwohl, Erdbeeren können ja gar nicht fliegen. Nee. Und wenn die gewaschen sind, schneiden wir erstmal das Grüne oben ab, weil das Grüne brauchen wir nicht. Und dann tun wir die einmal halbieren. Und zwar von oben, vom Breiten nach zur Spitze. Also quasi von dem, was abgeschnitten ist, so einmal. Und ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Beziehungsweise ihr seht ja jetzt eh, wie wir die auseinanderschneiden von der Ecke sehen. Ist auch eigentlich gar nicht so schwer mit dem Halbieren. Nee, nicht so wirklich. Aber manche Leute tun ihr vielleicht so und dann ist nee. Auf jeden Fall, wenn die halbiert sind, dann ist der Kuchen höchstwahrscheinlich immer noch nicht fertig, also der Boden. Und deswegen ist jetzt Chillen angesagt. Wir warten jetzt also, bis der Boden fertig ist. Und dann tun wir den abkühlen lassen. Und erst wenn der ausgekühlt ist, dann wird er aus der Form geholt. Und dann geht's weiter. Und zwar wird nämlich belegt. Wir belegen dann die Erdbeeren. Jetzt war ich gerade voll durch. Natürlich, klar, Erdbeeren ist ein Erdbeerkuchen, kein Apfelkuchen. Ja. Wir belegen den Boden mit den Erdbeeren. Wir belegen den Boden mit den Erdbeeren, da hast du recht. Und dann machen wir auch unser durchsichtiges Wunder oben drüber. Und das ist keine Gelatine. Also, keine Ahnung, wie nennt man das nochmal? Agatine. Agatine. Glaube ich. Also sowas in der Richtung. Das vegane Geliermittel. Das vegane Geliermittel, das ist eine gute
gute Umschreibung. Das machen wir aber dann jetzt gleich erst, wenn der Boden auch schon fertig belegt ist. Aber bis dahin heißt es erstmal Füße hoch, Hose aufmachen und chillen. Wie ihr seht, ist der Boden fertig und wir haben auch die Erdbeeren fertig geschnitten, wie man auch hier schön erkennen kann. Wir belegen jetzt den Boden mit den Erdbeeren, aber vorher machen wir noch was ganz Essentielles, und zwar was? Das Gelatinezeug machen. Richtig, wir machen das Gelatinezeug und du machst Krach. Wir nehmen nämlich unsere Gelatine und wir eventuell auf dem Foto, wenn ihr auf dem Blog geguckt habt, habt ihr das Foto gesehen. Wir nehmen jetzt quasi das vegane Gelee-Mittel von der DM-Marke. Wir machen normal keine Werbung, aber diesmal machen wir das schon, weil eventuell tut sich Agar-Agar anders verhalten wie das Mittel. Und von der Mengenangabe im Rezept wisst ihr Bescheid. Also wenn ihr an das Gelee-Mittel nehmt, falls ihr euch überhaupt fragt, wozu brauche ich überhaupt Gelee-Mittel? Wir brauchen ja einen Tortenguss. Sonst wird es ja kein ordentlicher Erdbeerkuchen. Genau, also quasi, ihr kennt ja die Erdbeerkuchen, die da so glibberiges, durchsichtiges Zeug an sich haben. So, das ist der Tortenguss. Und den machen wir. Und deswegen nehmen wir das jetzt von DM. Das ist jetzt auch keine Werbung oder so. Wir sagen das nur, damit ihr jetzt wisst, dass die Mengenangabe sich darauf bezieht und bei was anderem die Angaben variieren können. Yes. Puh, mein Gott, das war auch eine schwere Geburt. Naja, auf jeden Fall köcheln wir das jetzt. Und wenn wir das, wenn das geköchelt ist, dann lassen wir das quasi kurz zur Seite stehen und leicht abkühlen. In der Zeit tun wir die Erdbeeren dann wunderschön auf den Kuchen legen. Und dann kippen wir anschließend dann unser veganen Tortenguss drüber. Und dann kommt das für mindestens 3 Stunden in den Kühlschrank. Und dann sehen wir uns auch wieder, weil dann ist der Kuchen auch fertig. Ready. Dann können wir auch Erdbeerkuchen essen. Richtig. So, die 3 Stunden Wartezeit sind rum und der Kuchen ist fertig und er sieht wahnsinnig gut aus. Der wird auch mit Sicherheit wahnsinnig gut schmecken. Und tja, das war's dann auch wieder für diese Woche. Ich wünsche guten Appetit.